Thema heißt heute neue Anforderungen und Möglichkeiten für die Transparenz von Versicherungsprodukten. Ich möchte es noch ein bisschen erweitern, aber erst gegen Ende. Ja, nicht nur Möglichkeiten und Forderungen, sondern auch Ausblick, was passiert denn eigentlich jetzt in der Branche? Denn da tut sich gerade einiges. Ja, das möchte ich Ihnen am Ende ein bisschen mitteilen, was da so an Neuigkeiten auf Sie zukommt. Im Prinzip, wenn wir über Kostentransparenz sprechen, haben wir zwei wesentliche Probleme, um die es geht, um Produkte vergleichbar zu machen. Zunächst mal, seit dem 1.7.2008 müssen ja bestimmte Kosten angegeben werden. Ja? Abschlusskosten, laufende Kosten, sonstige Kosten. Und der Gesetzgeber dachte, jetzt haben wir endlich, auch sogar ein Euro müssen die angegeben werden, jetzt haben wir endlich mal die Möglichkeit, Produkte richtig anhand der Kosten zu vergleichen. Leider geht es nicht so ohne weiteres. Ja? Denn das, was die Gesellschaften in der Praxis machen, ist eben nicht so, wie ich mir es eigentlich gedacht hatte, dass da steht Abschlusskosten, Doppelpunkt, x Euro, laufende Kosten, Doppelpunkt, y Euro jährlich. So wird es nicht gemacht, ja. Sondern, und das sind auch Aussagen, die ich direkt von Unternehmen bekommen habe, ja, es ging eher darum, Projekte aufzusetzen vor 3-4 Jahren, wie können wir denn die Kosten möglichst so darstellen, dass sie keiner versteht, ja. Von wegen Transparenz. So wurde es gemacht und das kann man auch ganz gut erkennen, wenn Sie sich damit mal beschäftigen. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr, in diesem Jahr im Mai, eine Studie herausgegeben, in der wir die Kosteninformationen von Rürup-Versicherungen, der 50 größten Lebensversicherer, analysiert haben, mal geguckt haben, wie machen die das eigentlich, und dann mal aufgeschrieben haben, was verlangt der Gesetzgeber, ja, und passt das eigentlich zusammen? Und das Ergebnis war, ich glaube, wahrscheinlich nicht so verwunderlich, ja, aber man muss es doch mal sagen, nicht ein einziger Anbieter hat das so gemacht, exakt so gemacht, wie der Gesetzgeber sich das vorgestellt hat. Nicht einer. Ja. Es gab einige, die waren schon sehr nah dran, aber die meisten waren eben doch mehr oder weniger weit entfernt davon. Ja, warum? Weil teilweise Kosten nicht in einem Gesamtbetrag ausgewiesen werden. Also sie müssen teilweise rechnen, auch die Abschlusskosten zusammenrechnen. Weil die laufenden Kosten über die Laufzeit teilweise gestaffelt erhoben werden oder für die ersten 5 Jahre so, für die nächsten 10 Jahre so. Also es ist eben nicht so einfach dargestellt, wie der Gesetzgeber sich das vorgestellt hat. Dazu kommen die guthabenbezogenen Kosten. Der Gesetzgeber hat völlig vergessen, sich Gedanken zu machen, was ist denn mit den Kosten, die auf das Guthaben, also das Deckungskapital oder die Fonds berechnet werden. Und Sie können sich vorstellen, wenn das nicht angegeben wird, dann sucht man sich natürlich als Anbieter eine Möglichkeit, Kosten an einer Stelle zu erheben, die nicht so offensichtlich ist. Ja? Und genau das ist passiert. Also die ganzen guthabenbezogenen Kosten sind unter den Tisch gefallen. Ja? Gut, Ratenzuschläge werden teilweise nicht angegeben und es gibt am Ende keine Gesamtkostenkennzahl, eine Zahl, mit der man alle Produkte gleichermaßen vergleichen kann. Das alles wurde vergessen und das finden wir auch nicht. Ja? Mal ganz davon abgesehen von dem zweiten zentralen Problem, da komme ich am Ende drauf, die impliziten Kosten. Also implizite Kosten, wenn wir verschiedene Produktmodelle haben, die Garantien erzeugen, wie kann man diese Produkte, diese Garantiemodelle miteinander vergleichen? Ja, aber dazu später. Damit Sie mal sehen, dass ich hier zwar vieles theoretisch untersuche, aber dass es alles eine große praktische Relevanz hat, habe ich Ihnen mal ein paar Beispiele mitgebracht aus der Praxis. Das sind Textbeispiele hier eines Versicherers zu den Abschlusskosten beispielsweise. Sie sehen diese Angaben hier, da steht einmal der Gesamteurobetrag, wie verlangt, 1.440 Euro. Das kann man verstehen, aber dann steht noch da, monatlich werden dafür für die ersten 5 Jahre 25,35 Euro entnommen. Wenn Sie mal schnell rechnen, ja, wenn Sie mal schnell ausrechnen, 25,35 mal 60, dann ist das irgendwie so 1.521. Also sprich nicht 1.440, ja, welche Zahl stimmt denn jetzt? Ja, als normaler Leser, als normaler Verbraucher weiß man wieder nicht, was jetzt gemeint ist und welche Zahl eigentlich zutrifft. Und ganz zu schweigen von dem zweiten Beispiel unten, ja, da ist jetzt leider schon der Teaser da drauf. Wenn Sie mal das mal lesen und sehen, dass die Überschussbeteiligung noch abgezogen wird und dann jährlich noch 0,30 pro 100 Euro Fondguthaben dazukommen. Und also da sind ganz viele Kostenangaben laufend. Da können Sie nichts mit anfangen. Ja. Können Sie nicht in eine Kostenkennzahl reinbringen und können Sie als Kunde auch nicht vergleichen. Und das ist genau das Problem, was wir seit vielen Jahren haben, was meines Erachtens eben nicht sinnvoll ist und wo wir was dran ändern müssen. Ein weiteres Beispiel, um nochmal zu verdeutlichen, was passiert, wenn man bei den Kapitalanlagekosten zulegt und dort Kosten nimmt, die nicht berücksichtigt werden. Sie sehen hier ein Beispiel aus der Praxis wieder, ein Ausdruck hier aus der Illustration. Ein Produkt, dynamisches Zweitopfhybrid, also es wird eine Garantie sichergestellt am Ende.
garantiert werden die eingezahlten Beiträge. Hier sind das jetzt 100 Euro monatlich über 30 Jahre, also sprich 36.000 Euro. Wir freuen uns, ja, unsere Kunden sind ja anspruchsvoll, die wollen meistens einerseits eine Garantie, hohe Sicherheit, andererseits aber auch eine schöne Rendite haben. Am ersten Tag meiner Bankausbildung habe ich gelernt, dass das irgendwie nicht so richtig zusammenpasst mit dem magischen Dreieck und so. Ja. Man denkt manchmal, das ist alles altes Zeug, ja, alter Hut, und das stimmt nicht mehr. Naja, dass das gar nicht so verkehrt ist, werde ich auch nochmal gleich zeigen. Aber das wird natürlich versucht umzusetzen. Die Produktmanager versuchen natürlich Garantien zu bieten und auf der anderen Seite hohe Renditen oder hohe Renditeerwartungen. Die Garantie stimmt hier, wir haben eine Beitragsgarantie. So, ein tolles Garantiemodell, es wird geworben. Dynamisches Zweitdorf-Hybrid, wir haben hohe Aktienquoten drin. Und dann guckt man natürlich, ich bin jetzt ein bisschen reißerisch an der Stelle, ja, sehen Sie es mir nach. Man guckt jetzt natürlich in der 9%-Spalte, was kann hierbei rauskommen. Und man findet die Zahl 147.000 Euro, 768. So, jetzt möchte man natürlich gerne wissen, wie steht das Produkt zu anderen Produkten, ja, wenn man die vergleicht. Dazu nutzt man dann vielleicht eine andere Vergleichssoftware. Sie kennen das hier vielleicht hier unten, was das ist. Und dann schaut man nach, wenn man die Parameter vorgibt, 9% Rendite, Beitrag und so weiter, was kommt bei raus? Und dieses Produkt befindet sich hier auf Platz 2, mit fast genau der gleichen Ablaufleistung, die sich aus dem Angebot ergibt. Es gibt noch ein anderes Produkt mit einer dort illustrierten Ablaufleistung von über 160.000 Euro. Es gibt aber auch andere Produkte, die hier unten stehen, die weisen dann auf einmal nur noch rund 80.000 Euro Ablaufleistung aus bei 9%. So. Da muss man sich mal die Frage stellen, wir reden von 80.000 Euro Differenz, ja, vom Letztplatzierten zum Erstplatzierten bei 100 Euro Monatsbeitrag, das ist gigantisch viel. Ja, und da stellt man sich die Frage, sind die da unten wirklich so schlecht, wie sie aussehen? Oder kann es nicht sein, dass die Anbieter da oben gar nicht so gut sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen? Ja? Und na gut, die Antwort können Sie sich wahrscheinlich denken, wenn ich so einen Transparenzvortrag halte. Sie können es aber auch ganz einfach selbst feststellen, wenn Sie hier in dieser Illustration mal nachgucken bei 0%. Was kommt bei raus, wenn die Anlagen 0% Rendite bringen? Ja, was sollte eigentlich bei rauskommen? Natürlich normalerweise doch weniger, als ich eingezahlt habe, nicht wahr? Ja, wenn ich keine Rendite bekomme und Kosten sind ja auch noch drin, also muss weniger rauskommen, als man einzahlt. Hier kommen sage und schreibe 44.000 Euro oder sollen herauskommen, 44.000 Euro, also 8.000 Euro mehr, als ich eingezahlt habe bei 0%. Ja. Das sind die Beispiele in der Praxis, die wir immer öfter haben, weil natürlich verkauft wird über die Ablaufleistung, über die illustrierten Ablaufleistungen, über die Angebote. Und ob das so richtig ist, naja, also wie kann das sein, dass hier über 8.000 Euro mehr rauskommen sollen bei 0% Rendite? Die Auflösung kommt natürlich sofort. Man muss sagen, die machen das ganz geschickt. Ja? Da steht alles irgendwo drin, wenn Sie die 70 Seiten Angebote durchlesen, dann finden Sie die Informationen. Aber wer macht das schon? Ne? Der Kunde macht es nicht. Der normale Vermittler macht es wahrscheinlich auch nicht. Ja, und so kommt es dazu, dass man sich auf die einfache Zahl der illustrierten Ablaufleistungen konzentriert und die einfach nutzt zum Verkauf und zur Beratung. Ja, wenn wir hier mal nachlesen, dann finden wir im Produktinformationsblatt einerseits die Abschlusskosten von 1.440 Euro, ganz normal, 4% der Beitragssumme. Wir finden weiterhin laufende Kosten von ungefähr 123 Euro jährlich. Das ist sicher nicht billig, aber auch nicht außergewöhnlich teuer. Aber jetzt kommt's. Diese beiden Positionen, Abschluss und laufende Kosten, die werden von den Beiträgen weggenommen. Das heißt, diese Kosten werden auch in der Illustration, im Angebot berücksichtigt. Ja? Also wenn Sie bei 0% 8.000 Euro mehr rauskriegen, dann sind da die Kosten schon abgezogen. Ne? Ja. Jetzt kommen aber andere Kostenpositionen dazu, nämlich es werden weiterhin erhoben 0,3% auf das Gesamtguthaben jährlich und für die Sicherstellung der Mindestleistung, der Garantieleistung, werden jährlich 2,5% auf das Fondsguthaben berechnet. So. Und diese Kosten sind dann eben nicht mehr in der Hochrechnung mit drin. Ne? Also zwar hier nicht und bei keinem Anbieter, also bei allen Angeboten, die Sie vor sich haben, sind immer nur die beitragsbezogenen Kosten berücksichtigt im Angebot, aber niemals die Fondskosten, niemals die Kosten auf die Kapitalanlage, bei keinem einzigen Anbieter. Ja? Und das kann man natürlich ausnutzen, indem man da Kosten erhebt an der Stelle, weil das im Angebot, in der Illustration gar nicht weiter auffällt. Und jetzt kommt noch ein anderer Schritt dazu. Ganz schlau. Die brauchen, das schreiben die auch hier rein, die brauchen gar nicht 2,5% für die Sicherstellung der Garantie, die brauchen eigentlich nur 0,8%. 0,8. Jetzt können Sie sich denken, was passiert. Ja? Die Differenz von 1,7%, 2,5% werden berechnet, 0,8 werden nur gebraucht. Die Differenz von 1,7% werden im Rahmen der Überschussbeteiligung als
Kickback, also Überschussbeteiligung ist das richtige Wort, zurückgegeben an den Kunden. Und damit fließen sie in die Illustration ein. Ja, und so kommt es natürlich, dass sie mehr raus, also auf den ersten Blick mehr rauskriegen, als sie eingezahlt haben. Aber natürlich haben sie selbst bezahlt, denn die Gebühren werden ja auch erhoben, die sind nur nicht mit berücksichtigt in der Illustration. Ja. So, das sind so die Methoden, mit denen gearbeitet wird, um einfach Geschäft zu machen, um die Ablaufleistung zu tunen. Wie Autos getunt werden, werden eben auch die Ablaufleistung getunt. Und das ist natürlich gefährlich, wenn man jetzt als Berater sich nur auf diese Dinge konzentriert und nicht merkt, dass da auch noch Kapitalanlagekosten anfallen und daraus alles finanziert wird. Aber das ist auch gleichzeitig das Problem. Für uns ist das Leben sehr schwer, wenn wir diese Produkte ordentlich vergleichen können, wollen. Wie kann man das eigentlich machen? Ja, wie kann man eigentlich Kosten vernünftig vergleichen? Da gibt es ein paar Anforderungen. Ja. Worauf muss man achten? Was muss man berücksichtigen? Natürlich müssen wir sämtliche produktbezogenen Kosten, die man irgendwie greifen kann, damit einbeziehen. Da gibt es zunächst mal, und ich habe dazu mal ein Gutachten geschrieben für den Bund der Versicherten. Das ist auch als Buch erschienen. Ich glaube, der eine oder andere hat mich heute schon darauf angesprochen, dass er das Buch auch gelesen hat und damit arbeitet. Da habe ich mal versucht, sämtliche Kosten zu kategorisieren und die Kosten der einzelnen Produkte auch mal herauszuarbeiten. Ja. Also da gibt es zunächst mal externe und interne Kosten. Externe Kosten, die man zusätzlich bezahlt zum Anlagebetrag, und interne Kosten, die irgendwie abgezogen werden von den eingezahlten Beiträgen oder vom Guthaben. Dann gibt es explizite Kosten, die man direkt vereinbart, oder implizite Kosten, ja, die eben nicht buchhalterisch erfasst werden, aber die trotzdem irgendwo sich bemerkbar machen. Naja, und dann haben wir Transaktionskosten, also was passiert, wenn ich ein Produkt kaufe oder auch verkaufe. Das gilt jetzt übrigens nicht nur für Lebensversicherung, das gilt auch für Aktien, das gilt für alle möglichen Anlageformen, was ich hier sage. Also Transaktionskosten, was bezahle ich bei Erwerb, bei Einstieg in das Produkt, und was bezahle ich bei Ausstieg? So, die müssen wir natürlich erfassen. Wir müssen aber auch sämtliche Kosten erfassen, die man regelmäßig bezahlt, ja, die regelmäßig von den Beiträgen abgezogen werden oder die eben zusätzlich zu bezahlen ist. Nehmen wir mal bei Aktien beispielsweise Depotgebühren. Ja, muss man ja auch berücksichtigen in der Anlage, wenn man verschiedene Anlageformen vergleichen möchte. Ja, und bei Lebensversicherung sind es natürlich dann Stückkosten, beitragsbezogene Kosten und so weiter. Und dann, dann gibt es die Frage, was wird nicht berücksichtigt? Gut, unregelmäßige Kosten, wenn Sie einen neuen Versicherungsschein brauchen oder so, klar, das kann man natürlich nicht von vornherein mit einplanen, weil die ganz individuell unterschiedlich sind. Risikokosten gehören auch nicht mit rein, weil Risikokosten ja keine echten Kosten sind, sondern werden eben gebraucht, um eine gewisse Leistung zu erbringen. Und dann das umstrittene Thema, das hier auch draufsteht, Überschüsse. Ja. Wie gehen wir mit den Überschüssen um? Fallen die mit rein in so etwas oder fallen die nicht mit rein? Also meine Meinung ist bisher eigentlich immer, dass die da nicht mit reinkommen, weil die Überschüsse eben nicht garantiert sind und wir wissen nicht, wie sich die verändern. Aber da kann ich gleich mal so einen Ausblick geben schon auf das, was kommt. Das ganze Thema ist momentan sehr stark in der Branche in der Diskussion. Und was ich gehört habe, was da kommen soll, ist, dass diese Überschüsse da mit reinkommen in der Gesamtkostenkennzahl, die da gerade am Markt entwickelt wird. Aber dazu vielleicht später mehr. Sie sehen aber, es gibt viele Punkte, die nicht so einfach zu beschreiben sind. Da muss man sich gute Gedanken machen. Gehört das mit rein oder nicht? Ja, man kann sagen, na gut, Managementgebühren von Fonds können sich auch verändern. Ja, die sind heute so, die können morgen, gerade die Gesamtkostenquote kann ja auch steigen oder fallen. Ja, da kann man als Lebensversicherer auch sagen, Mensch, die Überschüsse können sich auch verändern. Macht nichts, aber die müssen trotzdem berücksichtigt werden, weil die Kosten sich dadurch ja reduzieren. Also es gibt einige Punkte, die nicht eindeutig ganz leicht zu beantworten sind. Ja. So, und dann müssen wir natürlich auch beachten, dass die Entnahme der Kosten sich irgendwie auswirkt. Also wenn ich am Anfang mehr bezahle bei einem Produkt und am Anfang bei einem anderen Produkt mehr und bei einem anderen Produkt am Ende mehr, dann wirkt sich das ja unterschiedlich aus, weil der Zinseszinseffekt ja auch zuschlägt. Ja. Also das müssen wir auch irgendwie in den Griff kriegen. Was wir nicht machen können ist, und das mache ich bisher bei mir, ich weiß nicht, wer meine Internetseite kennt vom ITA, da gibt es einen kostenlosen Effektivkostenrechner, mit dem kann man Gesamtkostenquoten ausrechnen. Aber dort, das ist sehr einfach, ja, dort knüpft man an die Ablaufleistung an. Also Sie können aus dem Angebot die Ablaufleistung eintragen. Und das funktioniert auch dann, wenn Sie die Kapitalanlagekosten dort mit eingeben, so wie bei dem Beispiel, was ich eben gezeigt habe. Nicht? Dann können wir diese Kickback-Zahlung vermeiden, denn wir haben ja die höheren Kickbacks oder die Fondskosten, aus denen das bezahlt wird, dann mit drin. Dann ist es okay. Aber wenn wir jetzt Altersvorsorgeprodukte insgesamt vergleichen wollen, also auch Aktien und Fonds und so weiter, dann gibt es dort kein Angebot mit einer Ablaufleistung. Also wir müssen uns die Ablaufleistung dann selbst errechnen.
Ja. Deswegen keine Anknüpfung an die Ablaufleistung, sondern selbst errechnen. Und wir müssen auch, es hilft leider nichts, nicht wenn wir eine Gesamtkostenkennzahl berechnen wollen, wenn wir Eurobeträge verwenden. Denn ganz viele Kosten werden eben aufs Guthaben berechnet. Und die Kosten, ja, die ändern sich nun mal, die steigen jedes Jahr an. Und da kommen wir mit Eurobeträgen leider nicht weiter. Ja. Es geht nur eine Kostenkennzahl ausgedrückt in Prozent. Anders funktioniert es nicht. Gesamtkostenkennzahl. Ja. Für einzelne Sachen schon. Abschlusskosten in Euro, klar, das funktioniert. Das kann man alles machen. Aber die Gesamtkostenkennzahl, die können wir nicht in Euro ausdrücken. So, und dann ist die Frage, welche Phasen betrachten wir? Und ich nehme jetzt zunächst mal die Ansparphase. Also von heute, wir fangen an zu sparen, bis zum Rentenbeginn. Die andere Frage ist natürlich noch, welche Kosten fallen in der Rentenphase an? Ja. Aber die sind einfacher auszudrücken, das ist nicht ganz so kompliziert. So, und was wir machen jetzt, um so eine Kostenkennzahl auszurechnen, für die Menschen unter Ihnen, die gerne nochmal ein Excel-Programm aufmachen, kann man es im Prinzip selbst dort abbilden. Also in der Theorie ist es relativ leicht. Ja. Man macht Excel auf, man registriert alle Einzahlungen, die man leistet, entweder einen Einmalbeitrag, den man anlegt, oder halt über die Laufzeit verteilt die Einzahlung in einer Spalte. Da muss man natürlich die Kosten, also die Aufwendungen, die anfallen, berücksichtigen. Ja, Abschlusskosten in der nächsten Spalte rausbuchen, laufende Kosten rausbuchen, Kosten aufs Guthaben rausbuchen. Ja. So, und dann hat man am Ende eines Jahres immer einen Betrag, also das Guthaben, das kann man sich selbst modellieren. Und darauf müssen wir jetzt eine bestimmte Rendite rechnen natürlich. Ja, da wird es schon wieder schwer. Welche Rendite nimmt man an dafür? Muss man Annahmen treffen? Muss man sagen, okay, Aktien können sich vielleicht so entwickeln langfristig, festverzinsliche Wertpapiere so? Und da muss man eben einen bestimmten Zinssatz unterstellen für die Berechnung. Und am Ende kommt dann ein Guthaben raus, ja, ein selbst errechnetes Guthaben. Und wenn Sie jetzt von diesem Guthaben wiederum einfach die Rendite ausrechnen, also Renditeformel einsetzen, das Guthaben kommt raus, was zahlen Sie ein, dann kriegen Sie einen Prozentsatz. Und das ist quasi die erwartete Rendite nach Kosten, die Sie sich da ausgerechnet haben. Ich nenne das Effektivrendite. Ja. Also das, was, oder Beitragsrendite können Sie auch sagen, das, was nach Kosten da herauskommen kann. Und wenn Sie jetzt diese Effektiv, jetzt wird es, ja, wenn, okay, ich hoffe, wir sind alle noch an Bord, ja. Wenn Sie von der Erwartung, von der Annahme, was, wie sich Aktien oder bestimmte Anlagen entwickeln, jetzt diese Effektivrendite abziehen, dann haben Sie letztendlich die, ja, man sagt Reduction in Yield, das ist die Kennzahl, die ich seit 4 Jahren hier einfordere als Gesamtkostenkennzahl. Also die Renditeminderung über die gesamte Laufzeit pro Jahr aufgrund der Entnahme sämtlicher Kosten. Renditeminderung aufgrund der Entnahme der Kosten. Reduction in Yield, das gibt es in England schon sehr lange, in Deutschland noch nicht. Ich habe damals, seit vor 4 Jahren angefangen zu sagen, Mensch, das ist eine Kennzahl, die hilft uns weiter, die müssen wir hier bringen. Die meisten Gesellschaften fanden das nicht so toll, weil es ist ja transparent, ne? Passt nicht so richtig. Aber es gab von vornherein schon 2, kann man ja auch mal nennen, das ist die Standard Life, die da drüben steht, und auch die DWS, 2 Anbieter, die das gut fanden, aber die meisten anderen eben nicht. Ja. Aber das wird sich jetzt ändern. Auf einmal, dieses Jahr hat sich da so ein Denkwandel eingestellt. Es wird zum nächsten Jahr Änderungen geben. Die Reduction Yield wird kommen, ja, von auch großen namhaften Anbietern. So, das war das erste Thema. Jetzt haben wir aber, wenn wir hier sagen, wir müssen einen Zinssatz annehmen, mit dem wir die Beiträge nach Kosten hochrechnen, ja, haben wir natürlich ein Problem. Welchen Zinssatz nehmen wir eigentlich? Und das andere Problem ist an der Stelle, dass es verschiedene Produkte gibt, bei denen wir nicht mehr konstant in einen Fonds anlegen oder in einen Deckungsstock, sondern wir haben jetzt seit einiger Zeit moderne Garantiemodelle, Variable Annuities, ja, GMAB, GMIBs, wer es schon mal gehört hat, ich hoffe viele, oder dynamische Hybridprodukte, TwoTrust beispielsweise von Gerling, wo zwischen verschiedenen Töpfen hin und her geschiftet wird nach einem bestimmten Mechanismus. Ja, da gibt es einen Deckungsstock, da gibt es einen Wertsicherungsfonds und einen freien Fonds. Und zwischen diesen 3 Töpfen wird monatlich, jährlich oder täglich angepasst. So, das heißt also, wir haben laufende Veränderungen. Tja, wie geht man damit um? Jetzt, das ist leider jetzt etwas komplizierter, denn da kommen wir mit statischen Annahmen nicht mehr zurecht. Wenn wir sagen, 3% Wertentwicklung oder 6 oder 9 jedes Jahr, dann spielt das Garantiemodell gar keine Rolle. Nicht? Denn wenn Sie von 3% Wertentwicklung ausgehen, dann muss die Garantie gar nicht abgesichert werden. Die haben Sie ja automatisch aufgrund der Annahme. Ja? Also die Unterschiede zwischen diesen Garantiemodellen, die kommen bei einer statischen Wertentwicklungsannahme nicht zum Ausdruck.
Und eigentlich wollen wir doch ganz gerne wissen, wie unterscheiden sich denn Twinstar und TrueTrust und Freelex und so weiter. Das sind alles unterschiedliche Produktarten. Können wir die nicht vergleichen? Ja. Das geht, aber es ist aufwendig. Ja. Dazu müssen wir nämlich die Wirklichkeit nachbilden. Dazu müssen wir die Kapitalmärkte simulieren. Ja. Also wir müssen im Prinzip auch wieder Annahmen treffen, aber wir bilden dann für jeden Tag Kurse für Aktien, für Anleihen und so weiter. Wir müssen die Garantiemodelle, also diesen Mechanismus hinterlegen und dann werden die Beiträge nach Kosten in diese Töpfe, je nachdem, wie sich die Märkte entwickeln, investiert. Ja, also das nennt sich stochastische Simulation oder Monte-Carlo-Simulation. Ist relativ aufwendig und Sie werden sich wahrscheinlich fragen, warum der Ortmann als Jurist jetzt hier über stochastische Simulationen spricht. Ja, frage ich mich auch manchmal, aber ich kann Ihnen versichern, da hört dann mein mathematisches Verständnis auch irgendwo auf. Wir arbeiten da zusammen mit einer anderen Gesellschaft, IFA aus Ulm, mathematische Beratungsgesellschaft, die uns Modelle liefert, mit denen wir eben diese stochastischen Simulationen durchführen können. Ja, aber das muss man tun, wenn wir wirklich diesen Marktüberblick haben wollen. Was wir gemacht haben ist, ich habe jetzt sehr allgemein erzählt, aber ich will Ihnen auch eine Lösung anbieten dafür natürlich. Wir haben seit Anfang des Jahres ein Programm am Markt, ein Online-Programm, das heißt ITER Select, bei dem wir diese stochastischen Simulationen in der Tat hinterlegt haben. Also dort rechnen wir konkrete Altersvorsorgeprodukte, und zwar nicht nur Versicherer, auch DWS ist drin beispielsweise, auch Fonds sind mit drin, rechnen wir durch, wir simulieren die Märkte, berücksichtigen das konkrete Garantiemodell und natürlich auch, was heißt natürlich, wir sind der einzige Anbieter am Markt, der das macht momentan, ne? Auch die Kosten der Produkte, auch die Abschlusskosten, laufenden Kosten und vor allem auch die Kapitalanlagekosten, die sonst immer hinten runterfallen, die sind hier mit berücksichtigt. Ja? Und diese schönen Punkte, die Sie jetzt sehen in der Rendite-Risikomatrix, das sind einzelne Produkte, das sind die Ergebnisse, die Renditeergebnisse einzelner Produkte. Diese Achse stellt im Prinzip die durchschnittliche Rendite nach Kosten dar. Also über alle 10.000 Simulationen, die wir gemacht haben, der Durchschnitt nach Kosten. Also bei dem Produkt hier sind wir ungefähr bei 5%, etwas mehr als 5% Renditeerwartung, die man haben kann. Und unten auf der Achse, dort stellen wir das Risiko dar. Und Risiko bedeutet hier Worst-Case-Rendite, Worst-Case-Betrachtung. Dort nehmen wir die 1000 schlechtesten Simulationsergebnisse und bilden davon den Durchschnitt. Das hat sich unter den Mathematikern so durchgesetzt, dass man das so darstellt. Ist auch sehr sinnvoll, ja, denn Sie können schon sehen, dass es auf der Nullachse viele Produkte gibt, die genau da drauf liegen. Das heißt, das sind Produkte, bei denen eine Beitragsgarantie gewährt wird. Da haben Sie 0% Rendite auf jeden Fall sicher. Ja, und andere Produkte, die weiter nach links rübergehen, das sind Produkte, wahrscheinlich fondsgebundene Tarife, bei denen Sie auch Geld verlieren können. Wenn es schlecht läuft, kann man auch mit Minusrenditen rausgehen. Also was man im Prinzip haben will, das sind Produkte, die entweder ganz oben stehen, diese hier, die haben eine ordentliche Renditeerwartung, wenn ich ein renditeorientierter Anleger bin, oder ich nehme mir Produkte, die ganz rechts stehen. Das sind konservative Produkte, die auch im schlechten Fall immer noch eine Rendite von 3,5% bieten. Aber dafür, ich habe vorhin das magische Dreieck angesprochen, ja, man sieht hier, dass das auch immer noch gilt. Denn wenn ich ein konservatives Produkt haben möchte, das weit rechts steht, dann muss ich eben bereit sein, im Normalfall auf Renditeerwartung zu verzichten. Das sieht man hier ganz gut. Diese Produkte weit rechts, die stehen natürlich relativ weit niedrig. Das heißt, im Normalfall kommen eben keine 8% Rendite raus nach Kosten, sondern vielleicht nur 4, 3, 4, 5. Ja. Das ist die Konsequenz. So, und jetzt können Sie Folgendes machen. Es geht ja nicht nur um Rendite und Kosten, natürlich auch. Ganz, deswegen haben wir es ja auch so dargestellt. Es geht ja auch um die Leistungen der Produkte, wenn Sie beraten. Ja, und Sie sehen hier die erste Frage. Ich habe ganz kurz nur zwei Folien gebracht dazu. Sie sehen die erste Frage. Welchen Garantieumfang wünscht der Kunde eigentlich? Das ist eine Frage, die kann man dem Kunden stellen. Und die Antwortmöglichkeiten sind entweder hohe Garantien oder eingeschränkte Garantien oder keine Garantien oder vielleicht ist mir das ganze Thema auch unwichtig. So, wenn der Kunde jetzt sagt, er möchte gerne auf jeden Fall Garantien haben, also sei es hohe Garantien, wir haben das definiert. Ja, wir haben die ganz einfache Sprache gewählt, dass es jeder verstehen kann, aber wenn Sie die Fragezeichen anklicken, können Sie als Berater nachvollziehen, was gemeint ist. In dem Fall sind es klassische Produkte mit Höchstrechnungszins. Ja. Wenn der Kunde sagt, er möchte hohe Garantien, aber auch eingeschränkte Garantien reichen, dann sehen Sie, was passiert. Ja, die beiden Punkte sind angeklickt und die Konsequenzen dieser Entscheidung des Kunden, die sehen Sie sofort in der Matrix. Ja. Sie sehen nämlich, dass bestimmte Produkte jetzt rausgefallen sind.
Alles, was grau geworden ist, weist eben keine Garantien auf. Das sind fondgebundene Policen. Ja, und die fliegen raus. Warum? Weil der Kunde sich so entschieden hat. Aufgrund der Beratung. Ne? Und so kann man sich jetzt immer weiter durchhangeln. Kommen weitere Fragen und weitere Fragen, auch zu Leistungsmerkmalen, zu Leistungen der Auszahlphase, wie wird die Rente gezahlt, zum Risikoschutz, Flexibilität in der Ansparphase, Finanzstärke, ja, alles so wichtige Themen werden abgefragt. Und jedes Mal sieht man sofort, na, der Kunde will alles, ja klar, der will die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es aber bekanntlich nicht. Also muss man sich an bestimmten Stellen entscheiden. Ja, und man hat immer die mögliche Rendite nach Kosten im Auge. Und irgendwann vielleicht, wenn man was haben will und alle Guten fliegen raus, dann wird man vielleicht sagen, nee, dann verzichte ich lieber auf das Leistungsmerkmal, weil ich gerne auch ein Produkt haben möchte, das eine interessante Rendite erwarten lässt. Ja. Also so ist jeder Select aufgebaut. Mehr möchte ich auch gar nicht sagen an der Stelle. Wir haben da drüben im Stand. Also wer Interesse hat, kann da nochmal vorbeischauen oder auf der Internetseite idaselect.de sich kostenlos registrieren, kostenlos für einen Test 2 Wochen oder eben Informationen dort abfragen. Ich wollte Sie nur nicht hier stehen lassen ohne Lösung, nur dass ich Probleme aufreiße, ja, und dann sage, ja, wie können wir es machen? Wir können es gar nicht lösen. Nein, es gibt eben die Lösung, deswegen wollte ich Ihnen die zeigen. So, was wird passieren die nächsten Monate, die nächsten Jahre? Also nachdem ich für Reduction in Yield über Jahre gescholten worden bin von den meisten, ist es mittlerweile so, dass auf einmal die Umsätze offenbar in der Branche so schlecht geworden sind. Ich behaupte, weil das Vertrauen auch einfach nicht mehr da ist. Ja, wenn man immer nur übers Ohr oder das Gefühl hat, übers Ohr gehauen zu werden, manchmal ist es sicherlich auch so, manchmal nicht, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall sagen die Verbraucher irgendwann, ich nenne das Käuferstreik, ja, die sagen irgendwann, ich mache gar nichts mehr jetzt. Ja. Wenn sie noch nicht den richtigen Honorarberater gefunden haben. Ja. So, um das auch gleich dazu zu sagen. Ja. Okay, aber mittlerweile ist es so, dass die Schmerzen offenbar groß geworden sind in der Branche und es ist so weit gekommen, dass große Gesellschaften, um mal die Allianz auch gleich beim Namen zu nennen, aber auch andere, die Reduction Yield ab nächstem Jahr ausweisen werden. Und zwar nicht nur das, es wird kommen von mehreren Gesellschaften, man kommt weg von den Nettoausweisen. Ja, also momentan wird ja die Wertentwicklung den Angeboten nach von Kosten, das ist ja genau das Problem, was ich eben dargestellt habe, dargestellt. Die Fondkosten sind nicht dabei und dann werden die Kickbacks reingerechnet. Ja, und das hat nicht nur Sie genervt, das hat auch einige andere Versicherer genervt, die das nicht gemacht haben. Also künftig wird die Wertentwicklung brutto ausgewiesen. Brutto einschließlich Kapitalanlagekosten. Also wenn Sie den Fonds auswählen, dann sind die Fondkosten dort bereits, die werden damit berücksichtigt in der Illustration. Ja, das ist ein großer Fortschritt, finde ich. Und es wird eben als zweites auch die Reduction Yield, also die Minderung der Rendite aufgrund sämtlicher Kosten dargestellt. Und dann eben die, ich nenne das Effektivkosten, und eben auch am Ende die Beitragsrendite. Ich nenne das Effektivrendite. Ja, das wird kommen. Und das finde ich schon mal nicht schlecht. Also kann man doch sagen, manchmal macht es auch Sinn, den Mund mal aufzumachen und ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen. In dem Fall hat es was gebracht. In dem Fall freue ich mich, dass doch namhafte Gesellschaften künftig das so machen werden. Wie es im Detail aussieht, ja, man muss immer vorsichtig sein, man kann sich freuen, aber am Ende muss ich mir die GDV-Empfehlung mal genau angucken, die da kommen wird. Und mal schauen, ob wirklich alle Kosten mit berücksichtigt worden sind oder nicht. Wie sieht es aus mit den Überschüssen und so weiter? Also, kleines Fragezeichen noch, kleiner Vorbehalt, aber die Richtung stimmt auf jeden Fall. Ja, es wird uns alle die Arbeit auch erleichtern. Ja, und dann der letzte Punkt, aber den mache ich ganz kurz nur. Ich glaube, da wurde heute Vormittag schon direkt aus Brüssel darüber berichtet. Packaged Retail Investment Products, PRIPS, kommt irgendwann. Da wird es dann Vereinheitlichung geben für bestimmte standardisierte Produkte. Was die Dokumentenstruktur angeht, die Reihenfolge der Informationen, also wie unser Produktinformationsblatt, das wir schon kennen. Ja, und da geht es auch um Renditeerwartungen, Kosten und Risiken. Das Besondere an der Stelle ist, hier werden erstmals jetzt Fonds und fondgebundene Versicherungen, was ja momentan, ist absurd, ja, aber momentan völlig unterschiedlich behandelt, ja, das wird hier zusammengefasst. Also Fonds und fondgebundene Versicherungen ist eins nach der PRIPS-Richtlinie und das ist auch schon durch, meines Erachtens, da gibt es keine Diskussion mehr drüber. Und das wird für uns natürlich auch einige Auswirkungen haben, weil die Versicherungsvermittler, die keine 34C-Zulassung haben beispielsweise, dann eben keine fondgebundene Versicherung mehr vermitteln dürfen. Wahrscheinlich, wenn das so kommt. Aber das in der EU ist das auf jeden Fall schon, steht ja schon fest. Aber bis das sich umsetzt und so, nicht, da muss man mal gucken. Kann auch viel Wasser den Rhein drunter fließen.